Hallo, grüezi, Mobbing und herzlich willkommen zu der Metarena Nummer 184. Wie immer mit dabei, der Jens. Sali Jens. Hi, kurz. Ja, wir fangen gerade an mit der Rückkopplung zu der Metarena Nummer 183. Da schreibt der Lord Dodo. Der Spendenteil ist immer so deprimierend, wenn er leer ist. Dabei habe ich doch schon einen Dauerauftrag eingerichtet. Dazu möchte ich gerade erläutern, danke dafür auf jeden Fall. Es würde vielleicht helfen, wenn man den Dauerauftrag irgendwie auf den 10. vom Monat oder so terminieren, weil jetzt kommen immer alle gleichzeitig. Das heisst, man hat Ende Monat einmal Spenden drin und dann nachher nicht mehr. Wenn man es verteilen will, damit es nicht so leer aussieht. Aber das ist ein Schönheitsdetail. Der Lord Dodo schreibt weiter, zum Modulbau, mit ein bisschen Glück braucht es den Mitte 23 gar nicht mehr, aber insgesamt sind die Dinger cool. Bei meiner letzten Firma haben sie so ein neues Bürogebäude innerhalb von einer Woche aufgestellt, von null auf Struktur steht vollständig. Ich stimme euch vollkommen zu, dass es zu der Demografie schon längstens mal ein paar mehr Arenas hätte sollen geben oder zu irgendeinem anderen Thema als fucking Horse Race. Wäre einfach gut, wenn wir die SVP für so etwas könnte nicht einladen könnte, damit man eine effektive Diskussion könnte führen, anstatt immer müssen die dummen Argumente von der SVP auseinanderzunehmen und alles dreimal erklären, weil der SVPler sich dumm stellt. Ja, haben wir schon oft besprochen, das kommt sehr oft vor, dass der SVP-Vertreter die Diskussion einfach so stört, dass alle anderen drei müssen darauf einschnurren müssen, um einfach wieder mal bei Null anzukommen und die Diskussion unter den konstruktiven Kräften kommt Null weiter. Ich will aber da noch darauf aufmerksam machen, es gibt Ausnahmen. Und zwar haben wir ja knapp 30% der Wahl- und somit der Stimmbevölkerung in diesem Land, wo der SVP-Dude vertritt. Wenn man also eine Volksabstimmung muss gewinnen muss, ist es gar nicht schlecht, hat es einen SVPler dort und man hört dann von drei verschiedenen Parteien drei verschiedene Gegenargumente, so erklärt, dass eben der Herr SVPler auch versteht, Herr und Frau SVPler auch versteht, dort macht das durchaus Sinn. Das Problem ist, wenn man wirklich auf inhaltlicher Diskussion ist, wo offen ist, wo also nicht auf eine Ja-Nein-Frage rausläuft, wie bei einer Abstimmung, sondern wo eben offen ist, welche Entwicklung geht es? Geht es in eine liberalere, geht es in eine kartellzerschlagendere, nicht als Gegensatz gemeint, aber halt als verschiedene Richtungen, wo eine Diskussion kann gehen, dann stört der SVPler, weil der tut einfach mal grundsätzlich in Frage stellen, dass irgendetwas überhaupt das Problem ist. Und wenn, dann sind die Ausländer schuld. Oder die EU, was Ausländer sind. Oder wieder. Was ist das, der Volker Pissmer war, oder? Das weiss ich nicht mehr wollen. Oder war es bei den Anstalten mal gewesen? Bei Max Uthoff oder so. Wo es um zuerst halt immer die Ausländerschuld im Land rein bei den Problemen und dann bei der Finanzkrise. Ja, auch da sind wieder die Ausländer schuld. Das mal aber die, die in ihrem Land geblieben sind, sprich Griechen. Sehr hübscher Vergleich. Der GoKenji hat einen YouTube-Link geschickt und gefunden, bei einem gewissen Timecode zeigt das vielleicht Clipper. Und ich habe, es geht da um den Fernsehpodcast. Jetzt muss ich aufpassen. Ja, der Fernsehpodcast. Ich habe den gesehen, muss dort aber auch sagen, ich finde den Thomas, heisst er, glaube ich, sein Gast, den er dort damals hat, einfach auch nicht so ein geiler Dude. Aber das sind nämlich die Sendungen, die das PBS News auch, wo BBC und so Zeug schauen. Also wirklich spannend. Ich habe die Sendung gesehen und mir ist es nicht aufgefallen. Der GoKenji hat aber völlig recht. Das ist selbstverständlich klippbar, weil es heisst dort. So, damit ist die Arena eröffnet. So als Ergänzung zum... Hey, willkommen in der Arena. Geile Sache, geiler Abend. Fantastisch. Ja, danke für die Spende. Es ist das mal nicht leer, aber extra für euch einmal ein bisschen anders. Ich muss da ein bisschen ausholen. Zuerst, was diese Sendung angeht. Jetzt ist ja Freitagabend und wir schauen die Arena von der letzten Woche. Dafür sonst nichts. Also kein Rego TV, kein PBS News, aber kein anderer Shit. Wir schauen wirklich nur die Arena.
Trotzdem werden wir dann in den nächsten Folgen ein bisschen mehr PBS NewsHour schauen. Und bei der PBS NewsHour ist es so, als ob ihr mal eine ganze Sendung reingezogen habt. Ich empfehle euch das wirklich sehr. Kommt zuerst das Intro, ganz kurz, dann die erste, also das erste Guten Abend mit der Judy Woodruff, oder wenn sie weg ist, wird explizit erwähnt, da ist der Moderator so und so, Judy Woodruff is away, wird extra noch gesagt, dass sie nicht drin ist, finde ich auch ganz spannend. Aber dann kommt ja Schlagzeilen, so wie es bei den Top News die Schlagis gibt und so, kennt man bei uns auch. Und dann kommen zuerst einmal die Sponsoren. Und das wäre in der Schweiz undenkbar beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass innerhalb von der News-Sendung Sponsoren kommen. Das ging nicht. Und darum habe ich mir gedacht, das Sponsoren-Gelaber schauen wir uns einmal an. Allerdings eben ein bisschen anders. All that and more on tonight's PBS NewsHour. Major funding for the PBS NewsHour has been provided by and with the ongoing support of these individuals and institutions and friends of the NewsHour. This program was made possible by the Corporation for Public Broadcasting and by contributions to your PBS station from viewers like you. Thank you. Ja, sehr schön. Vielen Dank dafür. Es ist noch vom Dodo für Lassen und Laster und vom Go Kenji weiter so vermerkt gewesen. Jens, hast du Ergänzungen? Soweit nicht, nein. Dann Arena. Oh yeah. Bitte, dann schaue ich halt meine eigene Arena. Mit Blackjack und Nutten. Mit Kurz und Jens. Zum Wohle. Habt ihr das gesehen? Mit Links habe ich das können aufmachen. Jetzt ist es noch alkoholfrei, aber ich kann jetzt also definitiv wieder saufen. Das ist ja hervorragend. Da bin ich jetzt nicht mehr dazu gekommen, um irgendein gescheites Intro zu machen. Ah ja, warum schauen wir die Arena überhaupt? Das ist der Mario Grossniklaus, der es moderiert, und es ist keine Horse Race Arena, sondern es geht wirklich um etwas. Darum schauen wir uns das auch an. Die Arena vom 25. November mit einem ganz stinknormalen, regulären Arena-Intro. Heute in der Arena. Ruth Humbel, Nationalrätin Die Mitte. Sie sagt, in der beruflichen Vorsorge finanzieren heute die Erwerbstätigen die Renten der Pensionierten mit. Das muss aufhören. Der Umwandlungssatz muss dringend gesenkt werden. Flavia Wasserfallen, Nationalrätin SP, sagt, eine Reform der beruflichen Vorsorge darf nicht zu Rentenkürzungen führen. Wenn wir den Umwandlungssatz senken, brauchen wir Rentenzuschläge für alle. Alex Kuprecht, Ständerat SVP, sagt, Rentenzuschläge für alle nach dem Gießkannenprinzip, das ist viel zu teuer. Zuschläge sollen gezielt jene erhalten, die am meisten von der Reform betroffen sind. Katharina Prelitschuber, Nationalrätin Grüne, sagt, alle sollen im Alter eine würdige Rente erhalten, davon sind wir weit entfernt. Es ist zentral, dass wir mit der BVG-Reform die Renten der Armen verbessern. Außerdem im Studio Jill Nussbaumer, Vizepräsidentin Jungfreisinnige Schweiz. Lucian Franzini, Präsident Gewerkschaftsbund Kanton Zug. Die Arena, moderiert von Mario Grossniklaus. Ja, das verändert unseren Parteikanter wie folgt. Wir haben den Kupprecht von der SVP plus 1 macht 208. Wir haben Frau Wasserfallen von der SP plus 1 macht 193. Dann haben wir Frau Humbel von Die Mitte plus 1 macht 51. Und wir haben Frau Prelitsch-Huber und den Franzini, Herr Franzini von den Grünen plus 2 macht 106.
Ja, wir fangen an. Den ganzen Anfang habe ich weggelassen. Wir kommen einfach gerade zum Einspieler. Um was geht's? Die zweite Säule. Es ist nicht ganz so einfach. Darum zuerst das Erklärvideo. Es gibt viele Details heute Abend zu besprechen, muss man sagen. Aber jetzt gleich zuerst mal den Boden legen, würde ich sagen, kurz zur Erinnerung. Das Rentensystem in der Schweiz, das basiert auf diesen drei Säulen da. Die AHV ist die staatliche Vorsorge, das BVG die berufliche, die alle für sich selber sparen. Ich finde das Bild schon nicht gut mit diesen drei Säulen. So, die drei Säulen stützen das Rentensystem. Das ist zwar richtig, aber man geht mal davon aus, so ein Haus sei das Minimum, dass man irgendwo wohnen kann. Als Existenzminimum ist so ein Dach über dem Kopf etwas Geiles. Und das Dach über dem Kopf müsste allein durch die AHV stehen. Also müssten die anderen zwei Säulen wären eigentlich Zusatz neben dem Dach über dem Kopf. Einfach so als sinnbildlich. Gemäss Verfassung muss das Haus stehen, allein auf der AHV-Säule. Macht es natürlich nicht, die Verfassung will das aber. Und die dritte Säule, die private Vorsorge. Und zusammen sollte man mit dem System Renten bekommen, die eben auch reicht, wenn man pensioniert ist. Jetzt geht es also darum, die zweite Säule... Und auch das stimmt nicht. Man muss nicht mit diesen drei Säulen Renten bekommen, die dann auch reicht. Eine, die dann auch reicht, ist die AHV. Die, um den Lebensstandard zu behalten, ist die zweite. Und die für Koks und Nutten ist die dritte. Fit zu machen für die Zukunft. Schauen wir einmal, wo genau in diesem Prozess wir heute stehen in den Diskussionen. Die berufliche Vorsorge, kurz BVG, ist mit großen Herausforderungen konfrontiert. Bei den Zinsen gibt es seit Jahrzehnten einen Abwärtstrend. Und die Lebenserwartung von Frauen und Männern steigt. Da möchte ich einfach auch wieder erwähnen, der Gamechanger, viel weiter steigt sie nicht mehr. Gewerkschaften und Arbeitgeber verhandeln 2019 deshalb einen Kompromiss für eine BVG-Reform. Sie betrifft unter anderem den Umwandlungssatz für die Berechnung der jährlichen Rente. Er soll von 6,8 auf 6% gesenkt werden. Das heißt, die Renten werden kleiner. Damit die Renten für die meisten Versicherten trotzdem zumindest stabil bleiben, sind lebenslange Rentenzuschläge vorgesehen als Kompensation. Außerdem soll die Vorsorge in der zweiten Säule für Personen mit tiefem Einkommen verbessert werden. Der Bundesrat übernimmt diesen Vorschlag und unterbreitet ihn dem Parlament. Der Nationalrat ist jedoch kritisch. Besonders gegenüber dem Rentenzuschlag für alle. Jetzt, einfach, um das wirklich festzuhalten, die Sozialpartner, Arbeitgeber, Arbeitnehmer haben einen Deal ausgehandelt. Das war sonst ein gut schweizerischer Kompromiss für, wir verhindern das Referendum. Also, das verhebt im Normalfall. Der Bundesrat übernimmt das 1:1. Also nicht einmal der mehrheitlich bürgerlich. SVP, FDP mit 4:3. Nicht einmal der bürgerliche Bundesrat grätscht rein. Es kommt in den Nationalrat und dort hast du halt wieder, so leid es mir tut, du hast alle Lobbyinteressen in dieser hohen Halle drin. Und was machen sie? Achtung! Nur eine Übergangsgeneration von 15 Jahrgängen soll eine Rentenerhöhung erhalten. Also die alten Säcke, die jetzt im Parlament hocken, auch noch wählen. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist so himmeltraurig. Und davon nur rund 40%. Also natürlich nur die, die es auch wirklich nötig haben. Da muss man schon schauen. Nämlich die Versicherten mit einer verhältnismäßig tiefen Rente. Die vorberatende Kommission des Ständerats unterstützt diese Variante grundsätzlich, zeigt sich aber etwas großzügiger. Etwa sollen rund 50% der Versicherten der Übergangsgeneration einen Rentenzuschlag erhalten. Aber im Kern genau das Gleiche, Freunde. Nächste Woche berät der Ständerat über die Reform. Ja, das heisst dann, wenn man das so durchwinken würde, mehr Lohnabzüge für weniger Rente. Frau
Krankenkasse, Gesundheitslobbyistin Hummel, wie heißt Hummel, wieso? Wenn der Umwandlungssatz sinkt, dann heisst ja das auch, Frau Hummel, es gibt weniger Renten am Schluss für die gleichen Lohnabzüge. Wie erklärt man das den Bürgerinnen und Bürgern? Ja, Excuse, die gleichen Lohnabzüge, sagt er jetzt. Ich meinte aber, es gäbe dann mehr Lohnabzüge, wenn sehen wir noch. Also wir müssen klar festhalten, es gibt bei bestehenden Renten gibt's nie Kürzungen. Das sind zugesprochene Renten, die man hat. Ich übersetze. Bei unseren Stammwählern gibt es nie Kürzungen. Und jetzt für die Erwerbstätigen geht es, man hat es ja schön jetzt aufgesehen, wenn man die Faktoren hat, dass die Zinsen tief werden. Wir haben auch das Glück, länger zu leben. Also das angesparte Kapital muss länger lange, mehrere Jahre lange. Und gleichzeitig sind die Zinsen zurückgegangen. Und das hat eben dazu geführt, dass so im Durchschnitt über die letzten Jahre etwa 4,5 Milliarden Franken müssen von den Erwerbstätigen zu den Rentnerinnen und Rentnern umgelagert werden. Das ist eine Zahl von der Oberaufsichtskommission BVG. Und darum, habe ich schon vorhin gesagt, oder eingangs, haben ja die meisten, die meisten BVG-Vorsorgeeinrichtungen. Sie ist so in ihrem Business, sie hat selber schon krank Vorsorgeeinrichtungen. Sie hat schon Krankenkasse, will ich sagen. Haben den Umwandlungssatz längst gesenkt. Nämlich für alle die, die eigentlich über 86'000 Franken verdienen, ist das in den letzten Jahren Schritt für Schritt runtergegangen. Und man hat da die Möglichkeit, sich können einzukaufen, steuerprivilegiert, um sein Rentenniveau, also wenn man in die Rente kommt, können zu halten. Und jetzt geht es eigentlich darum, im obligatorischen Bereich, wo eben etwa 12% von den Versicherten betrifft, die Lösung zu finden, den Umwandlungssatz zu senken. Das ist ja schon ein Anlauf 2010, wo gescheitert ist. Der Anlauf 2017 hätten wir eigentlich die linke Seite im Boot gehabt. Weil es Erhöhung von der Rente gegeben hat. Darum sind die Linken damals dabei gewesen, das, was Badran in der Arena erläutert hat. Ist es Badran gewesen? Ich glaube, es war Badran. Aber auf jeden Fall von linker Seite erläutert worden. Ja, natürlich sind wir hier dabei gewesen, weil es hat mehr Rente gegeben. Jetzt sind wir nicht dabei, weil es gibt weniger Rente. Also man hat gesehen, man sieht ein, dass der Umwandlungssatz muss gesenkt werden. Übrigens sind ja bei den Pensionskassen... Was ich so raushöre bei euch, ihr sagt ja, eigentlich müssen wir noch weiter oder noch tiefer haben mit dem Umwandlungssatz, wenn man die Pensionskasse nachhaltig finanzieren will. Ja, der Umwandlungssatz, es stimmt, der muss natürlich haben. Die Frage ist, zu welchem Preis und wer zahlt es? Das ist ja die grosse Frage. Frau Prelitsch kommt dran, sie tut es ein bisschen grundsätzlicher anfangen formulieren, was wollen wir eigentlich, und dann grätscht der Mario rein. Das geht darum, wir müssen immer zuerst ja überlegen, was wollen wir mit der Altersvorsorge. Mit der Altersvorsorge geht es darum, dass wir eine würdige Rente haben für alle zusammen. Und würdig heisst eben, wir haben das ja auch in der Verfassung. Wir haben ein gutes Ziel in der Verfassung, das heisst, erste Säule muss existenzsichernd sein, zweite Säule muss das gewohnte Leben weiterführen. Und das muss Ziel sein. Sie hat Koks- und Nuttensäule nicht erwähnt. Und dann müssen wir überlegen, wie eine Finanzierung möglich ist. Und nicht umgekehrt. Und sagen, ja, jetzt gerade haben wir eine schwierige Situation und darum tun wir senken. Sondern wie kommen wir zu dem Ziel? Weil das muss eigentlich das sein, was wir für alle wollen. Und an diesem Beispiel sieht man übrigens sehr gut, wie ich von FDP-Neoliberal Richtung linksgrün versifft gesellschaftsliberal abgerutscht bin in den letzten Jahren. Weil bei den Altersvorsorge, jetzt sind beide zu der AV 2020 Abstimmung, mich nur dagegen gewesen, genau wegen dieser Rentenerhöhung. Weil es für mich, das habe ich auch mal verlinkt, ich stand zu dem, dass ich mich dort wirklich geirrt habe. Aber bei irgendeinem von diesen Clips hat der Balthasar Glättli mal unten dran kommentiert, dass er das eben anders gesehen, weil man in der Verfassung drin hätte, die AV müsse existenzsichernd sein. Und der Klick hat es bei mir mittlerweile auch gemacht und jetzt sehe ich einfach, wie viele Interessen da dagegen sind, dass das so ist. Und das sind natürlich finanzielle Interessen. Aber ja, nach der
Grätschen. Excuse. Nach der Grätschen von Mario übernimmt einfach Frau Wasserfall. Und das ist noch für die, die es schauen, achtet euch auf den Gesichtsausdruck von der Frau Prelic, die noch schnell will, ja, und nicht zu Wort kommt. Es ist einfach so, dass man muss senken mit der Zeit. Ja, also ich finde darum die Betrachtung schon ein bisschen schwierig, oder? Weil wir müssen mal darüber reden, über was. Was ist eigentlich mit der zweiten Säule? Was ist die Beurteilung der zweiten Säule? Und sie funktioniert leider vor allem nur für hohe Einkommen und sie funktioniert gut für Vollzeitbeschäftigung. Sie ist ausschließend für alle mit bescheidenen und Teufelern und für Teilzeit-Einkommen. Das führt eigentlich dazu, dass bis zu einem Einkommen von 120'000 Franken hat man eigentlich aus der AHV eine höhere Rente als aus dem BVG. Obwohl man in die zweite Säule fast doppelt so viele Beiträge einzahlt. Das ist wirklich die Analyse. Und jetzt hat man eigentlich auch gemerkt, dass wenn man dran schraubt und möchte mehr Leute in die Versicherung reinbringen, dann ist es einfach auf einmal sehr, sehr teuer. Und für eine bescheidene, kleine Rentenerhöhung nervt vielleicht in 30, 40 Jahren. Und ich finde, wenn man auch einen Rückblick macht, wie fest die Rente an Wert verloren haben und wie viel auch in die Verwaltungskosten hineingeht von der Verwaltung von diesen Geldern. Und man jetzt nochmal, den Leuten sagt, ihr müsst den Gürtel nochmal enger schnallen, es geht nicht anders, währenddem das Versicherer Millionen, Milliarden einstreichen, das finde ich einfach nicht fair vom Ansatz. Ist es wirklich realistisch? Ja, also die entscheidende Frage ist wie immer, aber wer soll das alles zahlen? Und das starten wir mal bei den Jungen, und zwar mit dem Franzini. Wir haben auch junge Leute hier im Studio. Wegen dem höheren Umwandlungssatz gibt es ja auch eine Art Umschichtung von denen, die arbeiten, zu den Pensionierten. Und die Oberaufsicht von der beruflichen Vorsorge, die rechnet Folgendes vor. Da. Kann ich das schnell zeigen? Die rechnet, dass es seit 2014 im Schnitt eine Umschichtung von 5,7 Milliarden pro Jahr gibt. Gehen wir also zu den Jungen in der Runde. Lucian Franzini als erstes, Präsident vom Gewerkschaftsbund vom Kanton Zug. Und ihr seid auch selber Kantonsrat von der Grünen. Sagen wir, hat die Pensionskasse ein Generationenproblem? Ich glaube, Pensionskassen haben effektiv systemische Probleme. Wir haben vorher zum Beispiel gesehen, dass ganz eine lange Tiefzinsperiode ist und von dort her kommt ja auch das Problem, dass eigentlich Pensionskassen zu wenig erwirtschaftet und eigentlich ein eingezahlter Franken in die Pensionskasse weniger Rente ergibt, als man das bekommt, wenn man einen Franken in die AHV einzahlen würde. Es ist auch völlig klar, es ist unbefriedigend, wenn es die Umverteilung gibt, die systemisch so nicht gedacht ist. Nur, wir haben seit 2005 keine BVG-Reform mehr durchgebracht. Es braucht eine mehrheitsfähige Reform. Und vor allem, ich glaube, wir müssen eben von dieser Seite her denken, dass wir eben wirklich die existenzsichernden Renten brauchen in diesem Land. Ob jetzt in der Verfassung steht Kapitaldeckungsverfahren oder Umlageverfahren, das interessiert eben eine Person nicht, die von Altersarmut betroffen ist. Und davon haben wir 300'000 im Moment in der Schweiz, wo einfach die Rente nicht zum Leben langen, teilweise obwohl sie das ganze Leben lang hart geschafft haben. An dem müssen wir arbeiten. Ich als junger Mensch habe vor allem ein Interesse, dass wir möglichst ein effizientes Rentensystem haben. Und dort ist völlig klar, wir müssen die erste Säule stärken. Dort wird ein eingezahlter Franken in die Rente führt zu viel mehr auszahlte Rente, als wenn man das bei der Pensionskasse macht, wo man auch völlig ineffiziente Verwaltungen haben. Sehr unglücklich formuliert mit interessiert einem ja nicht, was in der Verfassung steht. Ich weiss, hat er so nicht gesagt. Er hat gesagt, wenn man von Altersarmut betroffen ist, interessiert es einem nicht. Weil du kannst nicht nur gemütlich die Verfassung durchleben, wenn du nicht gut gegessen hast. Durchlesen, wenn du nicht gut gegessen hast. Das ist einfach. Da hast du keinen Kopf dafür. Aber so natürlich die Steilvorlage für den Jill Nussbaum. Wir sind weiter eine Volkspension. Jill Nussbaum sieht das ganz anders. Ihr sitzt im gleichen Kantonsrat, im Kanton Zug, aber in einer ganz anderen Partei. Ihr seid Vizepräsidentin von der Jungfreisinnigen und teilt diese Meinung auch um. Nein, ich habe jetzt da rausgehört, dass wir eine Volkspension brauchen, dass wir nicht mehr drei Säulen brauchen, sondern eine. Das teile ich natürlich nicht. Ich denke, wir haben ein Bewertsystem. Ich teile das auch nicht. Ich sage nur, die erste muss existenzsichernd sein. Drei Säulen finde ich super geil, aber eine muss heben. Wo man einfach jetzt muss verbessern.
Und was ich mir eigentlich wünschen für die jungen Leute ist, dass wir nicht heute eine Arena haben, wo Leute aus dem Parlament diskutieren, wo die Politik sagt, setzt jetzt 6% in den Umwandlungssatz oder doch 5,5%, sondern man müsste das entpolitisieren. Das tönt immer gut. Entpolitisieren. Nehmt doch da den Streit einfach aus dem raus, die Politik rausnehmen, macht das mit technischen Faktoren. Entscheidende Frage ist, welche Faktoren? Wir haben ja eigentlich, wo wir das festgesetzt hätten. Was bedeutet das für euch, entpolitisieren? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich stelle mir das so vor, dass man genau festlegt, nach welchen Faktoren soll der Umwandlungssatz bestimmt werden. Das ist einerseits das Alter, die Lebenserwartung, die man hat nach der Rente. Wie lange muss das Geld länger, wie viele Jahre? Und andererseits, wir haben es auch gesehen, wie ist das Zinsniveau im Moment? Was kann man, wenn man Kapital anspart, auch noch erwarten an Zins, der eingezahlt wird? Und eigentlich hat ja das Parlament damals das genau aufgrund von diesen Faktoren bestimmt. Wie viel ist der Umwandlungssatz? Hat das angeschaut? Und der einzige Fehler war, dass das Parlament nicht gesagt hat, so, und jetzt, wenn sich diese Faktoren verändern, wenn wir länger leben, wenn das Zinsniveau sinkt, dann tun wir das automatisch anpassen. Also es geht ihr um die Lebenserwartung und um das Zinsniveau. Die zwei Faktoren. Man lebt wieder, die Lebenserwartung sinkt, weil man noch mehr Holzöfen rausjagt, weil eine Hitzewelle wieder alle Alpen dahinrafft und noch ein, zwei Pandemien kommen. Ist die Lebenserwartung wieder gesunken, dann könnte die Rente ja wieder steigen. Das ist die Logik dahinter. Aber ein entscheidender Faktor fehlt. Und jetzt hören wir vom Herrn Franzini, Klassenkampf-Rhetorik aus dem letzten Jahrtausend, und ich finde, völlig zu Recht. Es gibt weniger politischere Sachen als, glaube ich, Rentenpolitik. Da geht es um die Verteilung eigentlich von den Früchten von unserer Arbeit. Denn man könnte, wenn man jetzt möchte, irgendwelche Faktoren nehmen, wo man das Rentenalter beispielsweise daran festsetzen würde, könnte man ganz so gut auch Produktivitätsfortschritte nehmen. Wir alle zusammen als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten jedes Jahr im Schnitt etwa 2% produktiver, sind besser, schneller, effizienter unterwegs. Und genau das Geld, das fließt eben nur zum Teil in unser Rentensystem und zu einem doch nicht unerheblichen Teil auch in die Taschen der obersten 10%. Also es ist immer eine politische Frage, und ich glaube, was wir als Grundsatz festlegen von der Politik ist, dass wenn man das ganze Leben lang gearbeitet hat, dann verdient man auch ein würdiges Leben im Alter, eine würdige Rente, und dort sind wir momentan davon noch nicht. Sind wir noch nicht um. Und für uns als junge Menschen ist es, glaube ich, auch sehr zentral, dass wir ein effizientes Rentensystem haben, wo wir eben auch die Sicherheit haben, dass wenn wir eben in 35 Jahren in Pension gehen, dass wir auch noch etwas bekommen. Aktuell passiert es aber anders. Aktuell wird uns Angst gemacht. Habt ihr die Sorgen davor, dass ihr überhaupt noch etwas bekommt in der Pensionskasse, wenn ihr pensioniert werdet? Dass ich etwas bekomme, das gehe ich schon davon aus. Ich habe ja mein Kapital, ich sehe ja das auf dem Konto, wie viel drauf ist. Nur schon diesen Satz finde ich schön. Ich habe noch das Kapital, ich sehe noch, was drauf ist. Null. Ja, dann wird es schwierig. Ja, da muss man halt schon ein bisschen in der eigenen Bubble mit genug Geld umeinander figuriert, um zu finden, ja, ist doch alles kein Problem, läuft doch. Bö. Aber auch ganz geil finde ich, dass der Franzini eigentlich den Punkt mitmachen will, dass die AHV super sicher ist, weil solange geschafft wird, wird ja im Umlageverfahren etwas umgelagert. Sprich, es kann sein, das könnte man ja durchaus einrichten, dass wenn es ein Jahr lang ein bisschen beschissen gelaufen ist, wird aufs nächste Jahr die Rente ein bisschen gesenkt. Wenn es super geil läuft, steigt sie. Das kann man ja machen. Also es geht nicht darum, dass man jedes Jahr Schulden machen müssen. Das ist überhaupt nicht die Idee. Man kann das Minimum definieren, irgendwie so. Das ist alles machbar. Nur wird er den Punkt machen, es wird uns jetzt Angst gemacht, dass es nicht funktioniert und man dann nichts mehr hat. Das stimmt ja gar nicht. Legendär Norbert Blüm, die Rente ist sicher, im Deutschen, aber wie auch immer. Er wird eigentlich das Argument machen. Die AHV funktioniert. In dem Moment, wo er die rhetorische Drohkulisse für sein Argument aufbaut, kommt der Mario und findet, aha, machen Sie sich Sorgen? Sie machen sich Sorgen? Ich habe Sorgen gehört. Sorgen.
So, nein, ich will eigentlich genau das Gegenteil sagen. Aber er fragt natürlich sie und dann so, ja, ich mir persönlich nicht, ich habe das Kapital, aber wenn ich keins hätte, würde ich mir, glaube ich, schon Sorgen machen. Ja, Jens. Ja, es ist wieder eine tolle Diskussion von privilegierten Nase. Ja, nur dass der Franzini hat ja, er hat einfach wirklich gute Punkte für die nicht privilegierten, also obwohl er selber rein ist. Absolut. Wenn etwas Schlaues gekommen ist, dann von seiner Seite. Ah, also es wird noch ein bisschen technischer, falls das noch nicht technisch genug war. Es gibt ja noch den sogenannten Koordinationsabzug. Was es mit dem auf sich hat, das sehen wir jetzt. Der Koordinationsabzug, wir haben jetzt schon viel gehört von dem, der ist ja wahnsinnig kompliziert. Das ist ein kompliziertes Konstrukt. Ich habe es also auch nicht auf Anhieb verstanden. Ich gebe es zu. Aber eben, es ist auch ein ganz wichtiges Konstrukt in der zweiten Säule. Darum schauen wir jetzt mal ganz einfach, wie das etwa funktioniert. Wer einen Lohn erhält, ist in der AHV versichert. Verdient man bei einer Arbeitgeberin mindestens rund 21.000 Franken, ist der Lohn zusätzlich obligatorisch in der beruflichen Vorsorge, kurz BVG, versichert. Der Lohn soll jedoch nicht doppelt versichert sein, in der AHV und in BVG. Deshalb wird in BVG zuerst der sogenannte Koordinationsabzug vom Lohn abgezogen. Dieser beträgt momentan rund 25.000 Franken. Der Teil darüber ist obligatorisch versichert, bis zur Obergrenze von rund 86.000 Franken. Mit der aktuellen BVG-Reform würde der Koordinationsabzug voraussichtlich sinken. Die Folge? Ein größerer Teil des Lohns wäre obligatorisch versichert. Arbeitnehmer und Arbeitgeberin würden mehr in die Pensionskasse einzahlen. Insgesamt würde also mehr Geld angespart. Das ist es also. Ja, ich wollte noch kurz etwas zwischenschmeißen, was mir gerade eingefallen ist. Habe ich vor ein paar Tagen mit Bankkollegen diskutiert. Je nachdem, wenn ihr 30, 40 seid, macht je nachdem mal eine Anfrage bei der Stiftung Auffanggesellschaft. Das ist ein Bude, wo Rentengelder und so weiter und so fort verwaltet, wenn man vom einen Arbeitgeber zum nächsten wechselt, das Ganze nicht richtig gemolden ist, wo der Kohle lohnen sollte, dann landet das dort. Je nachdem hat man halt doch noch ein paar Tausend Steine, die um einen anfliegen, wo einem schlicht und ergreifend nicht zugewiesen ist. Weil das offensichtlich nicht so automatisch läuft. Wegen was mit deiner Steuer passiert, wo du in dem Zeitrahmen von dir hast, wo du dort in dem Arbeitsfeld bist und dann wechselst. Das ist also bei jedem Arbeitgeberwechsel unbedingt die Auszüge genau anschauen, wo an der Kohle geschoben wird. Guten Input. Jetzt habe ich dafür den Faden verloren im Koordinationsabzug, aber lassen wir mein Gelaber einfach weg. Lohnabzug. Nur mit mehr Rente. Ah ja, genau, da sind wir wieder bei dem Stichwort. Alle könnten mehr sparen für das Alter, Flavia Wasserfahren. Das würde ja auch denen zugutekommen, die unter Umständen weniger verdienen. Ja, ich glaube, das muss man wirklich ganz genau anschauen und in einer guten Balance halten. Oder? Dass man Faktoren anpasst, dass man sich ein bisschen früher versichern kann oder die Summe, den Lohn, den man hat, nicht einfach, also dass man eben den Koordinationsabzug so wählt, dass ein grösserer Teil vom Lohn versichert ist. Das sind Massnahmen, und das muss ich halt nochmal sagen, wir haben das Kässeli vorhin gesehen, die kosten sehr viel. Die kosten einem Unternehmen, wo das in Lohnsumme muss erwirtschaften, und die kosten der Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin viel Geld, also Lohneinbussen. Und für die Junge, wenn ich dir nochmal das sage, die junge Verkäuferin oder jemand mit wirklich tiefen Lohn, spürt es ganz stark, wenn jetzt plötzlich 8% vom Lohn wegfällt. Darum nützt dieser Person am meisten, wenn man die Parameter anpasst, wenn es gleichzeitig einen Rentenzuschlag gibt, der solidarisch finanziert ist, weil das bringt ihr sofort eine Verbesserung von der Situation. Und dann haben wir noch die absurde Situation. Das ist ganz ein entscheidender Punkt. Wenn man ganz tiefe Einkommen versichern, wie das verlangt wird, wenn man die Eintrittsschwelle noch tiefer runterfahren,
dann muss ich mein ganzes Leben lang hohe, teure Beiträge ins BVG hineingeben. Und was passiert, wenn ich pensioniert werde? Ich muss Ergänzungsleistungen beziehen und dann wird mir meine kleine BVG-Rente von der Ergänzungsleistung abgezogen. Ich bekomme sie nicht. Das heisst, ich habe mein ganzes Leben eingezahlt, teure Beiträge eingezahlt in ein System, wo ich dann nicht davon profitieren kann. Und darum müssen wir ganz säuferlich vorgehen, wenn wir diese Faktoren anpassen, mehr versichern, okay, dass wir die Teilzeit-Einkommen besser abbilden und die Teufel-Einkommen, aber wir müssen es wirklich in ein Gleichgewicht bringen und das Gleichgewicht bringt nur der Bundesratsvorschlag. Und wenn das wäre dann ein Arschloch-Move, wenn du wegen der Ergänzungsleistung das, was du angespart hast, kommst du nicht einmal rüber. Vor ein paar Jahren ist ja irgendetwas mit den Abzügen geschraubt worden, respektive es gibt so, je nachdem, was für ein Alter das ist, ändert ja aufs Mal vom einen Jahr aufs andere die Abzüge und so. Was ich da schon Diskussionen mitgehört habe, wenn es Person XY entweder wegen, du bist jetzt so und so alt, willkommen im Dreck, verwünscht hat mit, wieso habe ich jetzt einfach aufs Mal weniger Geld auf dem Konto, wieso ist mein Lohnauszug jetzt die Summe und so. Ah, ficken, dort hat sie genommen. Das immer wieder. Aber eben, das ist halt wirklich ein Phänomen, das merkst du halt wirklich, wenn du im tiefsten Lohnsektor unterwegs bist. Ja, das merkst du auch sonst, weil es prozentuale Abgaben sind. Das merkst du bei jedem Lohn, nehme ich mal an. Ja, ich habe einfach das Gefühl, bei dir wirklich tiefer dort. Dort stört es einfach natürlich. Also dort, ja. Dort fehlt es dann auch wirklich. Aber ja, so an der Lohnabrechnung siehst du es sehr, sehr schnell bei prozentualen Abgaben. Das ist natürlich so. Wir haben darüber diskutiert, um das eben schon früher anfangen, dass Jüngere schon einzahlen, damit eben, dann hast du zwar als Junge dann schon weniger Lohn, weil du halt schon mehr musst einzahlen dort, aber die Abstufung ist dann nicht mehr so krass. Ja, jetzt ganz ein seltsames Statement, ich glaube, es ist von der Frau Humbel. Es geht mir nicht um die, sondern es geht um die anderen, aber ja, aber nein, und den entscheidenden Punkt machen wir dann in der nächsten Revision. Da reden wir jetzt lieber mal noch nicht drüber. Mehr einzahlt die Pensionskasse mit einem geringen Lohn, dann hat man ja Ende Monat einfach auch faktisch weniger auf dem Konto. Ja, ist klar. Also es geht ja nicht darum, als man jetzt so Gelegenheitsjob, wo vielleicht im Jahr 12'000 Franken verdient, BVG versichert. Um die geht es mir gar nicht. Aber es geht mir um die vielen Frauen, wo zwei bis vier Jobs haben, 60 bis 80 oder 100% arbeiten und keine zweite Säule ansparen können. Und ich meine, wenn man so despektierlich gesagt, wenn man ein Leben lang gearbeitet hat und 200 oder 300'000 Franken angespart hat, dann gibt das mit einem gesenkten Umwandlungssatz 18'000 Franken Rente pro Jahr. Und das kann man ja nicht sagen, das ist einfach nichts. Also 200-300'000 Franken ansparen, finde ich noch sportlich im Tieflohnbereich. Ja, da bist du dann mal so zwei Arbeitsleben dran. Es geht ja um substanzielle Beiträge und wir haben ja die Diskussion auch gehabt, in der Kommission von Zusammenzählen von diesen Teilzeitstellen. Und ich meine, das ist ein Punkt, der sicher vertieft muss mal wahrscheinlich in der nächsten Revision angegangen sein. Also der Punkt, den ich eigentlich machen möchte, wird sie in die nächste Revision verschieben. Man möge sich erinnern an die AHV-Abstimmung. Ja, da müssen wir dann in der zweiten Säule korrigieren. Einen Scheiß machen, das ist himmeltraurig. Prokrastination auf höherem Level. Also, Preprelic nochmal mit Zahlen. Ich kann einfach nicht sagen, das ist ja sicher etwas, was viele Leute im Land auch beschäftigt, oder? Wo eben genau ja, das sind etwa 300-400'000 Leute, die verschiedene Jobs haben. Aber wenn die in der nächsten Revision anschauen, das geht also noch Jahre lang. Wir haben den Auftrag bereits erteilt, ja. Wo das sollte abklären. Wir stellen einfach fest, es ist nicht ganz so einfach. Und jetzt komme ich nochmal mit konkreten Zahlen. Zurzeit ist es aktuell so, dass mehr als 50% der Rentner und Rentnerinnen keine 3'500 pro Monat Rente haben. Und da kann man schon nicht sagen, das ist wirklich würdig. Und dort kommen wir in die Problematik, oder? Man kann schon sagen, ein bisschen mehr gespart, 18'000 Franken ist ja nicht nichts.
durch 12 teilt, gibt es immer noch eine tiefe Rente. Und das ist Problematik. Je tiefer der Lohn ist, er wird vielleicht dann nachher die Rente 200 Franken mehr, vielleicht auch 300 Franken mehr, da bin ich genau bei dem, da bin ich vielleicht gerade bei der Existenzsicherung. Sprich 2.500 Franken pro Monat. Das hat nichts mit würdiger Rente zu tun. Und darum müssen wir grundsätzlich überlegen, das Kapitalverfahren allein, der zweiten Säule, löst das Problem nicht für Leute, die tiefe Löhne haben. Ich finde das recht wild, dass man jetzt eigentlich sehr gut rausgehört hat, dass so 3.500 Steine eigentlich so nicht würdig ist. So. Also 2.500. 2,5, okay, dann habe ich, ja, dann habe ich, wenn sie 2,5 gesagt hat, habe ich falsch gehört. Das ist, sie hat zuerst von den 3.500 geredet und hat dann aber gesagt, dass man jetzt, wenn man mit der aktuellen Rente und dann die 200-300 Franken dazu, kommen wir gerade so auf 2.500. Ja, das ist dann Existenzminimum. Ja, 2,5 ist Existenzminimum. 3,5 entspricht dem, was du im Niedriglohnsektor da im Kanton Zürich heimnimmst, so für einen 100% Job. Genau, aber sie hat mit dem nicht wirklich, und sie hat es wirklich vorsichtig formuliert, mit nicht wirklich würdig und hat von 2,5 geredet. Ja, mit 2,5 überlebst du einfach. Das ist dann wirklich ein Aufwand. Ja, und jetzt die Frage, die uns alle natürlich am meisten interessiert, am brennendsten, wir haben einen SVP-Vertreter. Was meint denn eigentlich der alte weisse Mann? Das kostet alles viel zu viel Geld wegen dem Ausland. Das mal nicht. Nein, man muss ja sagen, wir haben es hier mit dem SVPler alten Schule zu tun. Und der ist dossierfest. Ein Ständerat. Das heisst, er ist in der Chambre de Réflexion, ist er so ein bisschen auch direkt gewählt. Also es macht einfach einen Unterschied, wie die komischen Gestalten, die manchmal über das Proporzwahlverfahren Köppel, Glarner in den Nationalrat reinkommen. Das kann beim Ständerat nicht passieren. Und aber er lebt halt auch einfach noch in den 70ern. Dunkt es mir. Also man muss einfach mal klar festhalten, es gibt keinen Rentenzuschlag für einen 30-Jährigen, den man jeden Monat auf sein Konto tut, sondern es gibt nur einen Rentenzuschlag beim Eintreten ins Rentenfall. Nur dort. Alle die, die heute 30 sind, ob die Rentenzuschlag nicht bekommen, das sei mal dahingestellt. Oder? Das wissen wir heute nicht. Aber der Ständerat hat einen neuen Lösungsvorschlag auf den Weg gebracht. Er hat gesagt, dass Teilzeitangestellte, das sind im Moment noch sehr viele Frauen natürlich, die wieder einsteigen in einen Prozess, sie fangen mit 20, 30, 40, 50, 60% wieder an, die sind schlecht versichert. Und das ist ja so. Und zwar nicht nur im Rentenfall. Sondern wir haben auch ein Problem bei den hinterlassenen Leistungen und bei den Erwerbsunfähigkeitsleistungen. Und darum ist es eben umso wichtiger, dass wir jetzt versuchen, den Teil, den man versichern kann, dass der grösser wird. Weil das hochgerechnete Kapital aufs Alter 65 ist nachher entscheidend, auch für die Erwerbsunfähigkeitsleistungen und für die hinterbliebenen Leistungen. Aber der Sparprozess, Frau Wasserfalle und Frau Prelitsch-Huber, das ist ein langwieriger Prozess. Der geht über 40 Jahre. In 3 Jahren sind die Ersten, die eigentlich über das ganze 40 Jahre immer angespart haben, die dann in den Prozess hineinkommen, wo er dann aufhört, oder? Das ist ein langweiliger Prozess. Sie können auch ein Sparbüchlein anlegen. Und wenn Sie das Gefühl haben, Sie werden 100.000 Franken sparen, geht das wahrscheinlich auch ein bisschen länger, bis Sie das auf dem Sparbüchlein haben. Und das ist genau das Gleiche. Und der Sparprozess, den er erwähnt, ist mit diesem Zinsniveau einfach ein fucking Witz. In den 70er Jahren hast du das prima machen können. Du hast auch eine Hypothek bekommen für dein Häuschen, das du als Alleinverdiener hast können, bedienen. Ja, auch bis in den 90er Jahren hast du problemlos einfach gefunden, also, yo, ich habe hier mein Radio-TV-Geschäft. Läuft, ich habe hier das Zeug und ja, doch, ich habe ein eigenes Haus und überhaupt und dieses und Hund, Katze, Maus, Auto. Die Zeiten sind so etwas von vorbei. Uhr gefressen, die Zeiten sind uns innerhalb von den letzten 20 Jahren durchgeflogen und nichts anderes. Ah, ich hätte doch nicht das alkoholfreie nehmen sollen, wenn ich mir das Elend anschaue. Also, ich habe ein Fazit vorbereitet.
Mein Fazit. Ja, scheisse Freunde, wenn DHV mindestens 4'000 Stutz im Monat beträgt, dann könnt ihr nachher in der zweiten und dritten Säule machen, wie noch lustig sind. Die Verfassung sagt, AHV muss existenzsichernd sein. Punkt. Ja, überspitzt formuliert, aber natürlich nicht ganz falsch. Wenn die AHV, die erste Säule, das Existenzminimum garantiert, dann könnt ihr oben raus mit den Spielarten vom Kapitalismus und dem Kapital machen, wie ihr lustig sind. Aber zu unterst darf einfach niemand verlieren, das ist doch der Punkt. Ja, es wird daraus rauslaufen, dass am Schluss einfach durch die AHV irgendein Existenzminimum gesichert wird und alles andere free fall. Das soll sie auch. Das soll sie ja. Ja. Das wäre gut, wenn sie das machen. Nur macht sie das ja jetzt nicht einmal. Und man diskutiert darüber, ob man mehr tiefere Löhne in der zweiten Säule versichern. Es ist absurd. Ja, die nächsten 15 Jahre wären spannend, was das betrifft. Ist jetzt halt schlicht und ergreifend die Phase, wo die geburtenstarken Jahrgänge in die Pension gehen. Das ist so und ich freue mich, wenn die Revision durch das Parlament ist. Es wird bestimmt noch mal eine Sendung geben dazu, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man da eine BVG-Revision ohne Referendum durchbringt. Gehe ich jetzt einfach mal so davon aus. Aber an dieser Stelle eine gute Sendung habe ich gefunden. Eine informative Sendung, gut aufbereitet, super moderiert, einmal reingerätscht, aber auch ausreden lassen, finde ich also wirklich sehr souverän. Und ganz wichtig, wir haben keine Aber wir haben jetzt auch schon Freitagabend. Gleich fängt die aktuelle Arena an. Und dann der Sandro ist wieder zurück. Und es ist also. Jetzt ist Popcorn-Zeit. Es ist Popcorn-Zeit gekommen. Jetzt ist Popcorn-Time, Motherfuckers. Da könnt ihr jetzt Popcorn-Hoodies und Popcorn-Shirts bestellen. Popcorn Time. Und wenn ihr echte Hardcore-Fuckers sind, eben Popcorn Time Motherfuckers. Weil es gibt selbstverständlich wieder Horse Race. Nein, doch. Ja, Verabschiedung und Auto. Dann voll. Danke vielmals euch daheim für das Interesse, meine Damen und Herren. Das war die Arena, produziert von der Christine Keller heute Abend. Und in einer Woche ist das Sandro Brotz wieder zurück hier am Pult. Denn da mit der Parteispitze könnt ihr euch denken, wieso. 7. Dezember, Bundesratswahl. Es schießt ihn selber schon an. To focus on the issues more and the horse race less. Ich wünsche euch eine gute Zeit und eine schöne. Und? Hielten Sie es für professionell? Dann muss ich Sie leider enttäuschen. Nichts geht über Nachdenken und Weiterbilden. X-Faktor, Ihr Jonathan Frakes. Immer im Interesse des Landes. Ich habe gerade zwei Gorillas gesehen, die haben sich 3 Minuten an einer Raupe erfreut. Das war wundervoll. Politisch ist das alles möglich. Protestantische Arbeitsethik. Wie der elende Leute im Zug ist. Komm her, winken, winken, Winterthur ist doch ein wunderbares Beispiel. I cannot, nothing fail to this issue.
Und dann will ich noch festhalten. Es gab natürlich quasi einen Nachrichtendienst im Nachrichtendienst. Und das... Das verdirbt einem den Tag. Aber dann hat man ja immer noch eine Option. Sind wir mal schon so voll wie jetzt? So voll wie jetzt nicht, nein, genau. Jawohl. Das war's von der Meta-Arena für den Moment. Ihr könnt wie immer... Liken, share, klicken, surfen, posten, swipen, taggen, snappen. Und kommentieren, das könnt ihr machen direkt unter dem YouTube-Video oder ihr macht ein Mail an info@metarena.ch oder ihr schreibt via Twitter, via Facebook. Ihr könnt auch eine Sprachnachricht machen oder einen Videokommentar schicken an 079 957 6447 via Signal, WhatsApp oder Viber. Dann... Ich Winterthur im Haus! Was haben wir noch gehabt? Ihr könnt da euch dazugesellen und mitlabern. Ihr braucht eine Internetverbindung. Das ist da so ein... was braucht man da so? Ein Switch heisst das. Ich weiss nicht, ob es einen deutschen Ausdruck gibt für das. Oder sonst irgendeine Art von Internetverbindung, einigermaßen stabil. Ein Mikrofon, Headset, Webcam, so eigentlich Zoom-Meeting und dann... Zum Meeting-Style, wir machen das über Jitsi, wie erwähnt, Open-Source-Daten, sparsam. Sind ihr da mit dabei? Könnt ihr mitlabern? Nächste Meta-Arena, so als Ausblick, ich habe absolut keine Ahnung. Wir werden sehr viel PBS schauen, ich habe jetzt PBS News an, die wir reingezogen haben, und sehr viele lustige Sachen gefunden. Spoiler, gentechnisch veränderte Fisch, ich finde den super geil. Also, ich habe ihn noch nie gehabt. Ja, also das dann nächstes Mal. Man nennt das bei uns, glaube ich, Pangasius-Filet. und Regio-TV schauen wir viel. Und auch sonstigen Shit. Darum, wie lange das geht, bis ich das mag klippen, ich will nichts versprechen. Im Idealfall bis bald. Arena werden wir nicht sehr viel schauen, weil es ist, wie gesagt, sehr wichtig, dass wir to focus on the issues more and the horse race less. Und damit endgültig macht's gut. Ciao zusammen. Ade. Tschüss.